Peace, hallo meine Lieben, willkommen zu diesem kurzen Video. Ihr habt es im Titel gesehen, neue Rubrik. Ihr seid gefragt, und zwar ist es ja so, dass ich im Moment, wie ich auf meinem Vlog erzählt habe, im Moment ist in meinem Real Life alles top. Arbeit macht Spaß, Karriere geht voran, ich liebe meine Freundin, sie liebt mich, da ist wirklich alles toll, wir bringen tolle Zeit miteinander. Mir geht's gesundheitlich gut, ich mache Sport und so weiter. Und das heißt aber auch, dass wenig Zeit bleibt. Vor allem, da ich jetzt nächste Woche Seminar habe, ich bin wieder in Norderstedt, hatte eigentlich jetzt Urlaub zum Lernen, musste sehr viel lernen, musste dann aber 2 Tage in Flensburg einem Markt wieder auf die Beine helfen. Und die 2 Tage waren weg und jetzt muss ich halt wirklich lernen und lernen und lernen und auch die Zeit davor habe ich viel gelernt. Dann habe ich aber auch Spaß daran gefunden, auch mal wieder was zu spielen. Ich habe Tales of Xillia ein bisschen weitergespielt, Tales of Vesperia ein bisschen weitergespielt, habe ein bisschen, ja, mein World of Warcraft Projekt läuft ja auch ganz gut, macht auf jeden Fall Spaß, auch wenn ich da nicht so viel Zeit für habe, wie ich gehofft hatte. Ab und zu mal Monster Hunter spielen. Und dann bleibt halt eigentlich relativ wenig Zeit über für Videos machen. Was ich aber auch machen möchte, was halt auch tierisch Spaß macht, was ich auch vermisse. Ich habe jetzt auch ein bisschen mehr gespielt, mal wieder selber. Und will jetzt erstmal ein bisschen wieder Videos machen. Aber ich arbeite halt auch immer an langen Projekten. Was ich ja schon auf Facebook gezeigt habe, mein The Legend of Zelda Projekt. Dann ein paar andere Toplisten und andere Projekte. Aber was ich jetzt halt noch brauche auf diesem Kanal, gerade jetzt, ist etwas Kleines, Schnelles für zwischendurch. Etwas, wo ich sagen kann, so, ich habe jetzt hier heute mal 3 Stunden Zeit am Nachmittag, ich mache jetzt ein Video. Weil ansonsten dauern meine Videos halt immer um die so 20, 30 Stunden reine Arbeitszeit. Jetzt brauche ich was Kurzes, was Knackiges, was jetzt auch nicht so unbedingt so viel Aufwand ist. Und da habe ich mir überlegt, muss ich jetzt mir auch nicht etwas großartig Neues überlegen. Natürlich wäre es toll, wenn ihr irgendwas Innovatives vorschlagt. Muss es aber nicht sein. Es gibt ganz, ganz viele tolle, altbewährte, ja, Projekte hier so auf YouTube. Es gibt zum Beispiel von dem Pro Jared die One-Minute-Review, wo halt praktisch Spiele ganz schnell reviewt innerhalb von 1 Minute. Sowas könnte man machen. Oder halt kleine Top 3 oder Top 5 Listen, in denen keine Übergänge eingebaut sind, in denen ich nur etwas erzähle, frei nach Schnauze und eventuell Videomaterial einblende. Oder sowas auf Tendo TV, ein Retro-Quickie haben die da halt als Konzept, wo man halt praktisch ein Spiel in einem, ich mache ja Nostalgie-Alarme, aber dann halt ein Quickie-Nostalgie-Alarm sozusagen, wo man die Spiele dann in 2, 3, 4 Minuten oder sowas vorstellt. Also das Ganze sehr komprimiert irgendwie macht. Das sind so Möglichkeiten, die man machen könnte, um ein schnelles, kurzes Video für zwischendurch zu bauen, ohne jetzt zu sagen, ich mache jetzt immer nur so einen kurzen Vlog oder so. Ich will schon vernünftigen Videospiel-Content bringen. Der eine Vorteil wäre zum Beispiel, dass ich auch durch diese Quickies auch mal Spiele reviewen könnte und Spiele kurz vorstellen könnte, die ich halt früher gespielt habe, die ich auch total cool finde, für die ich aber vielleicht nicht unbedingt einen riesigen Nostalgie-Alarm irgendwie machen könnte. Da könnte ich über halt viele verschiedene Spiele reden. Oder ich könnte halt in den kleineren Varianten kleine Toplisten vorstellen, wo ich nicht auf 10 komme. Ein Beispiel wäre meine Top-Spiele, meine Top-lustigsten Spiele, solche Sachen. Da komme ich einfach nicht auf 10. So könnte man solche Sachen halt in kleinen Videos mit abarbeiten. Oder halt Spiele, die aktuell sind, die ich reviewen möchte, aber jetzt nicht in einer riesigen, langen, großen Review, wo ich trotzdem meine Meinung abgeben möchte. Das sind die Vorteile von diesen kleinen Videos und der große Vorteil, es kommt etwas zwischendurch. Und es ist nicht immer 1 Monat lang Pause. Ja, ansonsten natürlich, wenn ihr andere Ideen habt, haut es in die Kommentare und jetzt seid ihr halt auch ein bisschen gefragt, ich möchte euer Feedback haben, was das Ganze angeht. Was würde euch halt wirklich, wirklich gefallen auf meinem Kanal, jetzt so als kurzes Video für zwischendurch, dass ihr sagt, ja, da kommt Content, wir sehen dich mal wieder öfter, aber es muss euch natürlich auch gefallen. Ja, ansonsten sind vielleicht einigen Kennern ist aufgefallen, dass in meinem Zimmer ist ein bisschen was anders. Es hat sich ein bisschen was gewandelt. Warum und wie und warum ich in Flensburg war und so weiter, das seht ihr in meinem aktuellen Vlog, wo ich mal wieder ein bisschen geplaudert und mein Zimmer und so gezeigt habe. Jedenfalls vor allem die eine Videospielwand. Ja, den verlinke ich euch mal in der Videobeschreibung. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal bei meinem großen Zelda-Special. Denk mal, das wird das nächste Video. Ich weiß mal nicht, wie lange das noch dauert. Das ist viel Arbeit. Ja, oder wir sehen uns gleich bei dem, mal gucken, was ihr so schreibt. Vielleicht probiere ich da mal so einen Prototypen von so einem kleinen Video aus. Vielleicht probiere ich auch erstmal jede Variante in einem Prototypen aus. Mal gucken. Ich glaube, das ist ganz sinnvoll, dass ich mal so kleine verschiedene Konzepte erstmal ausprobiere.
und euch dann mal so abstimmen lasse, wie euch das so gefällt. Da solltet ihr natürlich gleich im Hinterkopf behalten, wenn ich jetzt so ein Video hochlade, so eine Minute Review oder so einen kurzen Quickie oder eine kurze Topliste, dass ihr dann auch da ein bisschen Feedback unter den Videos da lasst, von wegen, ja, gefällt mir nicht so, gefällt mir oder sonst was, seid ruhig ehrlich. Und so, peace, wir sehen uns. Ciao.